Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Heute Donnerstag, 10. August. Und ich wollte euch heute einfach mal ein kurzes Feedback oder ein Resümee geben zum Podcast von letzten Sonntag. Zu dem Thema Depression, Burnout und auch Suizid in der Landwirtschaft. Also es war, ja, es war wirklich Wahnsinn, was da an Feedback kam. Und hat gezeigt, wie wichtig das ist, war und ist, das Thema zu thematisieren, ja, weil es ein großes Thema ist und nicht irgendwo nur in Frankreich, wenn man irgendwann wieder irgendwas hört, dass in Frankreich sich die Bauern das Leben nehmen. Das muss ja nicht immer zum Suizid kommen, aber das Thema Depression, Burnout, Überlastung ist ganz sicher auch. Vor allem in der Landwirtschaft ein Thema, natürlich auch sonst in der Gesellschaft. Kam gestern auch in der Zeitung mit einem Artikel. Was mir heute wichtig ist, was ich so für mich als Schluss ziehe, ist, es ist, glaube ich, noch zu wenig bekannt, dass es die Hilfsangebote gibt. Also hier vor Ort ist es vor allem die ländliche oder landwirtschaftliche Familienberatung, ja, die sitzt bei uns hier in nördlichen Baden-Württemberg, zum Beispiel beim Evangelischen Bauernwerk in Hohebuch angesiedelt, beim Christoph ist es in Würzburg die katholische Familienberatung oder katholische ländliche Familienberatung. Und natürlich gibt es auch diese Formate bei der SVLFG, haben wir ja alles angesprochen. Ja, beides ist wichtig. Ja, ich denke, die ländliche Familienberatung sind die Arbeit vor Ort auch direkt übernehmen. Was aus meiner Sicht ein Riesenproblem ist, ist diese mangelnde Wertschätzung der Arbeit der Landwirtschaft. Hatten wir aber auch thematisiert. Ja. Und was im Moment ganz massiv dazukommt, ist das Thema politische Situation. Vielleicht sage ich aber zuerst, was ich so mitbekomme, ist dieses zur mangelnden Wertschätzung gehört auch ein fast tägliches Dauerfeuer mit Videos, auch aus der Landwirtschaft. Ich nenne da ausdrücklich euch beide, Anthony Lee und Christian Lohmeier. Es ist wichtig, dass wir die Themen ansprechen und die Probleme ansprechen, aber insbesondere euer Dauerfeuer. Das macht was in den Köpfen der Bäuerinnen und Bauern aus, ja. Und ihr habt da Verantwortung, ja. Ihr habt eine riesen Reichweite, das ist auch gut so. Aber die Art und Weise, wie ihr es macht, da passiert was in den Köpfen. Ihr müsst da wirklich ein bisschen aufpassen, auch wenn ihr jetzt eine politische Karriere anstrebt, ja, und vielleicht damit Wählerstimmen bekommt. Das ist alles legitim, aber die Art und Weise eurer Videos löst in den Köpfen was aus. Und nicht jeder ist da so stabil, dass das spurlos an einem vorbeigeht. Also da bitte ich euch wirklich drum, macht euch da selbst nochmal Gedanken, ob das richtige Format ist, dauerhaft und ständig negativ auch über die Politik herzuziehen. Ich verstehe die Probleme und die Ursachen und die Gründe sehr wohl und dir werde ich auch gleich noch was dazu sagen. Aber es passiert einfach auch was in den Köpfen der Bäuerinnen und Bauern draußen mit euren Videos. Und jetzt komme ich zur Politik. Das ist das größte Problem aus meiner Sicht. Und es liegt auch nicht nur an den Grünen. Sie sind halt jetzt im Moment im Landwirtschafts- und Umweltministerium dran. Deswegen bekommen sie das aber. Aber ganz vieles ist auch früher schon gelegt worden. Es ist gelegt worden durch vor allem auch die CDU, die das Landwirtschaftsministerium sehr, sehr lange inne hatte. Ja, die Probleme, die heute da sind, auch in der EU. Ja, die EU ist aus meiner Sicht auch ein Riesenproblem. Dieser wahnsinnige Bürokratismus. Ich sehe das hier bei der Biogasanlage. Ja, da ist nicht nur die EU, sondern auch die Bundesnetzagentur etc. sind damit dran schuld. Und in der Landwirtschaft ist es dasselbe Problem, dieser Dokumentationswahn und dieses, ja, es ist einfach krass. Und aktuell ist es einfach so, dass
in der Landwirtschaft eine riesen Perspektivlosigkeit herrscht. Ja. Wohin geht es denn in Zukunft? Womit können die Betriebe noch Geld verdienen? Ja, bei den wenigsten Betrieben, es ist bei vielen Betrieben sicher auch ein wirtschaftliches Problem, aber nicht bei allen. Und bei vielen Betrieben wären Hofnachfolger da, und es ist im Moment einfach, sagen wir, die alten Rezepte funktionieren nicht mehr, aber das ist ja das, was ich schon lange sage und versuche da auch jeden ein bisschen darauf hinzuweisen, ja, macht euch Gedanken, ja, was passt zu euch, aber im Moment ist so eine Perspektivlosigkeit da, dass keiner mehr weiß, egal in welchem Bereich, wo kann ich noch investieren, weil unser Problem einfach ist, diese langen Investitionszeiträume, insbesondere in der Tierhaltung, aber auch hier bei Biogas, ist eigentlich überhaupt nicht mehr darstellbar, weil keiner mehr weiß, was in 5 Jahren ist. Und bei der Tierhaltung, insbesondere bei der Schweinehaltung, hat man das deutlich gesehen, was Aussagen wert sind. Ja, da wurde viel Geld in die Hand genommen oft, und am Tag nach der Inbetriebnahme des Stalles war er schon nicht mehr konform für das, was in Zukunft kommt. Also das geht gar nicht. Und das Video geht insbesondere an Cem Özdemir, es geht aber auch an Ophelia Nick, zu der ich einen sehr guten Draht habe. Ihr müsst da dringend dafür sorgen, dass es klarere Perspektiven für die Bäuerinnen und Bauern gibt. Es ist unfassbar. Ja? Also das Feedback, was ich jetzt die 3 Tage bekommen habe, ich musste gestern mal einen Tag raus, weil jetzt mittlerweile auch Leute hier anrufen, also da bitte ich auch drum. Ich bin kein Psychologe. Ja? Ich kann euch da nicht bei dem Problem helfen, und auch ganz viele Kommentare, ich kann nicht alles beantworten. Aber das, was da an Feedback kam, das ist erschreckend. Das ist wirklich erschreckend. Zum einen, wie groß das Thema unseres Podcasts in der Landwirtschaft ist, aber auch, wie groß die Perspektivlosigkeit ist. Ja, ich meine, ich sehe es ein bisschen hier in der Region auch. Ja, klar, insbesondere bei den Schweinehaltern habe ich auch alles mitgemacht. Aber das trifft alle anderen auch. Und dann kommt halt dazu, zum Thema Wertschätzung gehört Wertschöpfung aus dem Produkt, das oftmals fehlt. Sagen wir, Ackerbau, das geht immer noch irgendwie. Aber Wertschätzung bekommen wir hier vor Ort, sage ich, nach wie vor noch sehr gut in unserem Umfeld, je nachdem, wie wir uns auch selber verhalten. Finde ich schon, dass die Wertschätzung hier vor Ort da ist. Da müssen wir aber auch was dafür tun. Aber sagen wir, im medialen Bereich, das ist das, was die Leute fertig macht, ja, dieses ständige angekreidet sein. Und dann kommen halt wieder diese Videos dazu, aus der Landwirtschaft raus. Wir müssen gucken, dass wir nicht noch mehr kaputt machen, wie wir es vielleicht gar nicht im Kopf haben. Ja? Also insbesondere an Anthony und Christian, ihr müsst da echt euch ein bisschen Gedanken machen, dass da passiert was. Es ist wichtig, und das will ich mit dem Video nochmal ganz deutlich machen, Politik, wenn sie jetzt nicht reagiert, dann passiert da was, wo ich Angst habe, dass das, was Landwirtschaft eigentlich ursprünglich mal war, ja, wir sorgen für Nahrungsmittel, wir sorgen auch für Energie, dass das ganz schnell wegbrechen wird, wirklich ganz schnell. Ich sage es jetzt ruhig und sachlich, aber das, was draußen passiert in den Köpfen der Bäuerinnen und Bauern, das ist schlimm, das ist wirklich schlimm, und deshalb die Aufforderung an die im Ministerium verantwortlich sind, Ophelia, Cem Özdemir, ihr müsst zuhören, ihr müsst Lösungen bieten. Ja? Und Lösungen ist nicht Fördergelder, sondern die Lösung ist Perspektiven, Planungssicherheit. Ja? Packt es endlich an. Es sind jetzt 2 Jahre rum, geht es an. Das als Feedback. Und zum Schluss auch wieder mit dem Lächeln. Aber es hat mich sehr nachdenklich gemacht. Und das Video ist leider saumäßig lang geworden. Aber ich muss das jetzt in Worte fassen und auch wieder in ein Video rein. Als Appell an alle, die ich hier genannt habe. Vielen Dank. Schönes Wochenende euch. Und hoffentlich Truschwetter überall. Euer Michel. Ciao.